Bam, hier kommt die Schnäppchenbahn. Komm, steig ein und fahr mit uns mit. Bim, bim, bam, bam, hier kommt die Schlümpchenbahn. Wir fahren durch das ganze Jahr. Bim, bim, bam, bam, hier kommt die Schlümpchenbahn. Jede Station ist ein Feiertag. Reise mit uns durch Raum, Buch und Zeit in unserer Schlümpchenbahn. So gut! Ah, was ist das? Ich glaube, das ist eine Suka. Ich glaube auch, dass es eine Suka ist. Wer seid ihr denn? Nu, wir sind die Bubbelös. Und ihr feiert die Sukkot? Ja. Ganz richtig. Wir sitzen in einer Suka und feiern Sukkot, das jüdische Laubhüttenfest. Darf ich auch mal eine Frage stellen? Ich bin nämlich keine Jüdin. Was ist eigentlich eine Suka? Eine Suka ist eine Laubhütte. Und man kann in der Suka feiern, essen, lernen, singen und manche schlafen sogar in der Suka. Oh, echt? Das ist ja wie jüdisches Camping. Ja, so ungefähr. Aber es hat eine sehr viel tiefere Bedeutung. Warum haben die Kinder noch nichts zu essen? Sie werden noch verhungern. Sason, wo sind die Piroschki? Piroschki, Piroschki für die Kinder. Wisst ihr was, Kinder? Während wir unseren ersten Gang essen, erklären wir in einem kurzen Film, warum wir Sukkot überhaupt feiern. Okay, also, es geht um den Auszug aus Ägypten. Damals wohnten sie nicht in festen Häusern, sondern in Hütten. Und dann hat der Schem zu Moses gesagt, er soll jedes Jahr eine Woche lang in Sukkot wohnen. So erinnern wir uns an unsere Vorfahren in der Wüste zu Generation zu Generation. Man ist in der Suka, essen und man singt Lieder. In Israel schlafen die Leute in der Suka, weil es dort warm genug ist. Laila Tov, Laila Tov. Man feiert eine Woche lang in der Suka. Wow, das ist ja beeindruckend. Heißt das, ihr baut jedes Jahr eure Suka vom Neuen auf und ab? Ja. Mäh. Kann man nicht einfach dafür ein Tipi-Zelt nehmen? Nein, nein. Es gibt strenge Vorgaben, wie eine Suka aussehen muss. Das zeigen wir euch im nächsten Video. Man sagt eine Suka und viele Sukkot. Eine Suka darf kein festes Haus sein. Es muss zu jedem Sukkotfest neu aufgebaut werden. Sie muss unter freiem Himmel stehen und mindestens 3 Wände haben. Das Dach muss aus Pflanzen sein. Das Dach ist aus Stroh und Laub und es darf nicht zu dicht sein. Nachts kann man sich das doch die Sterne sehen. Und wenn es regnet, hat man Pech. Oh no! Und nach Sukkot wird alles wieder abgebaut. Was macht ihr denn da? Wir dekorieren die Suka. Das ist eine besondere Mitzwa. Eine Mitzwa? Was ist denn eine Mitzwa? Eine Mitzwa ist ein jüdisches Gebot. Aha. Und es ist auch eine Mitzwa, in seine Suka Gäste einzuladen. Wir laden jeden Tag ganz besondere Ehrengäste in unsere Suka ein. Und diese Ehrengäste nennt man die Ushbizim. In unserem nächsten Video erfahren wir mehr über die Ushbizim. An Sukkot lädt man Gäste ein.
Freunde und Familie. Aber es gibt auch die Uspisim. Die Uspisim sind unsichtbar, so wie Superhelden. Die Uspisim sind besondere Menschen aus der jüdischen Geschichte. Jeden Tag kommt ein anderer Uspis zu Besuch. Jeder Uspis vertritt eine besondere Eigenschaft. Avraham oder Sarah für Güte. Isaac oder Miriam für Kraft. Jakob oder Deborah für Schönheit. Moses oder Hannah für Beständigkeit. Aaron oder Abigail für Glanz. Josef und Hulda für Fundament. David oder Esther für Herrschaft. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Feste kommen. Oh, was machst du denn da? Ich schüttle den Saft. Ist das auch so eine Mitzwa? Ja, ganz genau. In unserem nächsten Video werden wir... Mädel, der Lulav ist nicht zum Essen da. Mäh, für was denn sonst? Das erfahren wir, liebe Kinder, in unserem nächsten Video. Sukkot ist auch ein Erntedankfest. Deshalb dekorieren wir die Sukkah mit Früchten. Wir bedanken uns bei der Natur. Der Lulav-Strauß besteht aus 4 verschiedenen Arten. Der Trocke sieht aus wie eine Zitrone, ist aber keine Zitrone. Halassim, 3 Myrtenzweige. Lulav-Palmblätter. Aravot, 2 Bachweiden. Man sagt, dass der Lulav-Strauß 4 menschliche Charakter darstellt. Ein Lulav-Strauß ist wie eine Familie. Egal, was für einen Charakter man hat, alle halten zusammen. Man schüttet den Lulav-Strauß in 4 Himmelsrichtungen und dann zum Himmel und zur Erde. Das ist so ein bisschen mystisch. Okay, wir essen den Lulav also nicht, sondern wir schütteln ihn. Das ist ja cool. Lulav shaken. Shake the Lulav. Shake the Lulav. Shake. Shake. Shake the Lulav. Yalla, bis zum Mama Suka. Hoshiyana Hatzlichana, Hoshiyana Hatzlichana, Hoshiyana. Alle Kinder sind schon hier, in der Sukka sitzen wir, denn unsere Verfahren wohnten so vor vielen Jahren. Shake the Lulav, shake it to the east, shake it to the south, shake it to the north, shake it to the west, shake it up and shake. Wir danken für die Ernte, wir schütteln den Lulav, wir schütteln ihn in 4 Winde, zum Himmel und zur Erde. Shake the Lulav, shake it to the east, shake it to the south, shake it to the north, shake it to the west, shake it up and shake. Shake it in the desert, shake it in the snow, shake it at the cradle, shake it in the show, shake it on the moon and in Cameroon, shake the Lulav. The Lulav hat 4 Arten, a Trocklulav hat das in Aravot. Sie gehören fest zusammen, so wie eine jüdische Familie. Brooklyn.
Habe ich aber einen ganz schönen Muskelkater vom Lulav schütteln und Sukkah aufbauen. Bald wird auch schon wieder abgebaut und kurz nach Sukkot kommt noch ein weiteres Fest. Nächste Station? Simchat Torah. Stellt euch vor, ihr würdet mit eurem Lieblingsbuch tanzen. An Simchat Torah tanzen wir mit der Torah. Also, bleibt dran! Die Schalönchenbahn fährt weiter. Und wir sehen uns schon in ein paar Tagen wieder. Zurückbleiben bitte!